Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zu Lebensfuchs Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche war ich einkaufs- und kochfaul, habe aber natürlich trotzdem einige gute Angebote und sogar Gratisprodukte eingesackt. Und was es zu essen gab, wenn ich kochfaul bin, erfährst du natürlich auch. Am Montag war ich ganz kurz bei DM. Ich bin da sowieso vorbeigekommen und ich wollte noch ein paar Gratisprodukte abgreifen. Diese beiden hier, jetzt war nämlich der letzte Tag, um die noch gratis zu kaufen. Die Aktion gab es schon mal vor 2 oder 3 Monaten. Da habe ich das schon mal geholt und auch das Geld natürlich zurückbekommen. Und jetzt wollte ich die dann, gab es die Aktion nochmal, dachte ich, greife ich nochmal zu. Und ebenfalls zum Gratistesten. Diese Sonderpackung Ariel Pots, oder? Heißen die Pots oder Discs oder? Pots, ja. Ja, und von der Summe her sind das jetzt 15,65 Euro. Ich kriege das eben alles wieder. Das kann man einreichen. Wie das geht, da verlinke ich dir hier oben ein Video. Ich habe leider keinen extra Punkte-Coupon für Payback gehabt, sodass ich auf die 15,65 nur 7 Payback-Punkte bekommen habe. Normalerweise verdiene ich ja mit diesen Einkäufen immer noch richtig Geld durch diese 20-fach-Punkte und so weiter. Gab es leider nicht, aber weil es der letzte Tag war, wollte ich dann jetzt nicht nochmal auf einen extra Punkte-Coupon warten. Sonst mache ich das, kann ich immer empfehlen. Ja, also habe ich jetzt eben nochmal 3 Gratis-Produkte bekommen. Kleine Kartoffeln verarbeite ich gerne zu Pellkartoffeln, die esse ich auch super gerne, nämlich mit selbstgemachtem Kräuterquark und dazu gibt es ein paar Gemüsesticks. Abends esse ich wie immer gerne meine geliebten Haferbrötchen mit körnigem Frischkäse und Tomate. Rezept verlinke ich dir. Ich habe noch ein bisschen Gurke und ich habe von letzter Woche auch noch Melone, die gibt es zum Nachtisch. Am Mittwoch bin ich immer noch zu faul gewesen zum Einkaufen, deshalb esse ich einfach das, was ich da habe, nämlich Kartoffeln und Möhren in Kombination Wedges mit Möhren, Buttergemüse. Ich esse auch gerne Kartoffelbrei mit Möhrengemüse, das ist einfach super günstig, super lecker. Ich habe nur keine Milch da und Wedges esse ich genauso gern, deshalb passt das. Ich gönne mir auch mal wieder ein Stück leckeren Erdbeerkuchen mit 2 Stückchen Schokolade dazu. Am Donnerstag habe ich diese Woche dann endlich mal eingekauft. Lust hatte ich nicht, aber es musste sein. Und ja, ich war zuerst bei Penny. Da hatte ich gesehen, die haben Erdbeeren für 2,22 Euro das Kilo, genauso wie bei Aldi. Bei Penny bekomme ich aber Payback-Punkte, deshalb habe ich sie dann bei Penny geholt. Und also die Erdbeeren haben mit 2,18 Euro gekostet, 490 Gramm. Und Bananen ebenfalls im Angebot für 1,19 Euro das Kilo. Das sind jetzt 54 Cent. So, und dann hatte ich gesehen, dass der Quark nicht 1,49, sondern 1,35 kostet. Und da das auch so ein gelbes Schild war unten, da war ich mir jetzt nicht sicher, ist das jetzt ein Angebot oder ist das jetzt dauerhaft reduziert? Also habe ich nachgefragt. Die Verkäuferin sagte, ist dauerhaft reduziert. Deshalb habe ich darauf spekuliert, dass das woanders auch reduziert ist, habe aber trotzdem einen mitgenommen, falls nicht, damit ich erstmal versorgt bin. Also 1,35 der Quark. Und dann hatte ich einen Gratis-Coupon für Mayonnaise. In der Penny-App so ein Gewinnspiel. Hier, das ist dieses 250.000 Sofortgewinne. Und da hatte ich bis jetzt einmal diese Mayonnaise gewonnen. Ich hätte ehrlich gesagt lieber was anderes gewonnen, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Ich esse eigentlich keine Mayonnaise, ganz selten mal, so 2-mal im Jahr, wenn ich mir irgendwie Pommes hole. Hab die jetzt aber trotzdem mitgenommen, die war halt gratis. Und ich will ja bald mal wieder meine Eltern besuchen, wenn wir dann grillen, dann kann man die ja auch irgendwie gebrauchen, dann kann ich die mitnehmen. Bezahlt habe ich dann bei Penny 4,07 Euro und ich hatte einen 7-fach-Punkte-Coupon. Habe ich noch 14 Payback-Punkte bekommen.
Dann war ich bei Rewe und da habe ich dann halt endlich auch noch mehr Quark geholt. Kostet auch 1,35. Ich hatte aber noch extra Payback-Punkte auf Milchprodukte. Deshalb war mein Ziel sowieso, das bei Rewe zu holen. Dann habe ich halt nochmal 3 geholt. Skier habe ich dann nicht geholt, weil der kostet 1,49 und dann ist der Quark halt günstiger. Wenn man den mit Wasser verrührt, ist das quasi dasselbe wie Skier. Im Angebot dunkle Trauben, die esse ich lieber als die hellen, 1,69. Die hellen sollten bei Aldi, glaube ich, 1,59 kosten, aber da ich die blauen lieber esse oder die dunklen, zahle ich auch da gern mal 10 Cent mehr. Tomaten im Angebot für 89 Cent das Kilo, das sind jetzt 60 Cent. Und dann brauchte ich ganz dringend wieder Brokkoli, der kostet 1,99. Bezahlt habe ich 8,33 Euro. Und ich hatte ja letzte Woche oder vorletzte Woche Payback-Punkte eingelöst. Deshalb habe ich mit dem Rewe-Guthaben bezahlt, das auf der Payback-Karte drauf war. Und ja, es gab jede Menge Payback-Punkte. Ich habe diese Payback-Punkte-Coupon-App genutzt. Das ist nicht die Payback-App. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich hier. Und es gab 15-fach auf alles, dann auf Molkereiprodukte und dann sogar nochmal auf Joghurt und Quark. Auch nochmal hat er beide genommen. Habe ich 90 Payback-Punkte bekommen auf einen Einkauf von 8 Euro. Das sind über 10% Rabatt. Da bin ich sehr glücklich drüber. So, dann war ich noch bei Lidl. Die Läden sind alle in einer Ecke. Also das ist alles mit dem Fahrrad im Abstand von 1 bis 2 Minuten Fahrradweg. Deshalb kein Problem. Dauert natürlich länger, als wenn man alles in einem Laden kauft. Aber dafür habe ich auch ein paar Euro gespart. Im Angebot Pepsi. Gerade jetzt in der Sommerzeit, da freue ich mich doch ganz gerne mal über eine kühle Cola. Die kostet 79 Cent. Gurken waren mit Lidl-App im Angebot für 44 Cent. Günstiger als bei Edeka. Da sollten sie 49 kosten. Habe ich Glück gehabt. Und Paprika sehr günstig, also vergleichsweise 2,49 das Kilo. Woanders kosten die doppelt so viel. Da habe ich jetzt 2,02 Euro für bezahlt. So, und dann, schaut mal, die Erdbeeren. Das sind übrigens beides deutsche Erdbeeren. Die von Penny 2,22, dachte ich schon, ist günstig. Komme ich zu Lidl, kosten sie 1,99. Habe ich nochmal eine Packung mitgenommen. Ich hätte sonst Samstag nochmal welche geholt. Ich werde das so machen wie immer, dass ich mir die mit den meisten Druckstellen raussuche und zuerst esse. Und dann werden die auch bis Sonntag ungefähr halten. Bezahlt habe ich bei Lidl 6,84 Euro. Ich war auch mal wieder in der Uni-Mensa und habe mir einen Hirse-Karottenbratling gegönnt. Dies war an diesem Tag das Niedersachsengericht, das vom Land bezuschusst wird und für Studierende nur 2,50 Euro kostet, damit sie sich trotz Inflation ein Mensaessen leisten können. Abends esse ich ja gerne Gemüsesticks, zumal ich ja auch noch meinen selbst angerührten Kräuterquark habe. Heute allerdings nicht mit Quarkbrötchen, sondern ich habe noch Wedges im Ofen. Die gibt es dann also auch noch im zweiten Gang sozusagen, weil ich nämlich die Kartoffeln unbedingt essen muss, damit die nicht schlecht werden. Was es bei mir öfter gibt, sind Nudeln mit Ei, einfach weil ich es gerne mag. Ich muss gestehen, ich bin diese Woche sehr kochfaul, aber ich hatte auch tatsächlich Appetit drauf. Die Kartoffeln müssen weg und es ist sehr lecker und es gibt dazu noch 2 Spiegeleier. Diese Woche habe ich inklusive Kuchen 20,53 Euro ausgegeben. Die Cashback-Produkte und Payback-Punkte sind von der Einkaufssumme abgezogen. Da ich letzte Woche deutlich mehr ausgegeben habe, freue ich mich über diese sparsame Woche. Die Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GfK, sucht noch Studienteilnehmer für Haushaltseinkäufe. Ich selbst nehme seit einigen Jahren daran teil. Du scannst deine Einkäufe mit deinem Handy ein und erhältst dafür Einkaufsgutscheine. Ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung. Im Video oben rechts kannst du dir anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!